Hier nun ein Beispiel zur Dreiklangsbestimmung. Das Notenbeispiel ist aus einem Chopin-Walzer, der Anfang, Chopin-Walzer in Cis-Moll. Üblicherweise tauchen da ein bisschen kompliziertere Harmonien auf, also vierstimmige Akkorde, Dominantakkorde und so weiter. Hier sind jetzt drei Akkorde oder drei Harmonien markiert, A, B, C, die einfache Dreiklänge darstellen, die wir nun bestimmen sollen. Was wir dann machen ist, wir versuchen die in Terzschichtung zu bringen. So, bedenken wir mal die Tonart, das heißt wir haben vier Kreuze, die müssen wir immer mitdenken. Ich versuche jetzt hier alle Töne, die hier sind, übereinander in eine Terzschichtung in Grundstellung zu bringen. Ich fange einfach mal an, hier oben, das ist ein E, das notiere ich mir mal hier. Gehen wir weiter, ein Gis. Hier muss ich eventuell ein paar Hilfslinien zählen. Das wäre das C, hier nochmal das E, das haben wir schon. Das heißt, diese Töne sind alle schon da. Hier ist, auf der Linie liegt das C, aber mit der Vorzeichnung, hier ist es ein Cis. Hier ein Gis ist auch schon vorhanden und ein tiefes Cis. Das heißt, wir sehen hier in Grundstellung, Terzschichtung, einen Dreiklang über Cis. Gut, nicht weiter verwunderlich, das ist die Tonart von dem Stück Cis-Moll. Vermutlich ist das ein Moll-Dreiklang. Vorsichtshalber überprüfen wir es nochmal. Wir haben also ein Cis, ein E und ein Gis. Cis, E, Gis und wollen jetzt wissen, Dur oder Moll, zählen wir Halbtöne, 1, 2, 3 Halbtöne, ist eine kleine Terz und 1, 2, 3, 4 Halbtöne, also 1, 2, 3, 4 Halbtöne ist eine große Terz, also haben wir hier Cis, Moll. So, nächster bei B. Ich schreibe den mal ein bisschen weiter hier in die Mitte. Fange ich mal hier oben an. Dort ist ein Cis. Hier haben wir ein E. Hier wieder ein Cis. Und hier ein Gis. Das heißt, das ist genau der gleiche Akkord wie hier. Ich hätte ihn auch eine Oktave tiefer notieren können. Cis E G, also nochmal Cis Moll. Nächster. Fangen wir wieder oben an. Wir haben hier ein Cis. Ein E. Na, wird es wieder Cis Moll? Vermutlich nicht. Hier kommt ein A, ein E, das haben wir schon, und nochmal ein E, das haben wir auch schon. Jetzt schauen wir uns an, was das ist. Wir haben also die Töne A, Cis, E, Dreiklang über A. Wird vermutlich A-Dur oder A-Moll sein. 1, 2, 3, 4 Halbtonschritte ist eine große Terz plus 1, 2, 3 kleine Terz. Das heißt, hier haben wir A-Dur. Das heißt, die Antwort hier ist Cis-Moll. Hier auch. A-Dur. So,
So, jetzt wird gelegentlich noch gefragt, was denn im Grundton ist, also was der tiefste Ton ist, ob es der Grundton ist oder die Terz oder die Quinte. Hier ist der tiefste Ton ein Cis, das ist der Grundton. Hier ist der tiefste Ton ein G, ein Gis, das ist die Quinte von Cis-Moll. Und hier ist der tiefste Ton ein E. Das ist der tiefste Ton hier, das ist die Quinte in A-Dur und hier war es das Gis, die Quinte und hier der Grundton.